Erika Steinbach von der Fraktion CDU/CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 11. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung mit all seinen bedenkenswerten Facetten ist heute zu beraten. Es ist ein umfangreiches Paket, in dem viele Themen kreisen, viele Dinge, was Menschenrechte anbelangt, dargelegt sind. Es gibt aber zurzeit ein Thema, das wirklich alles überlagert, hier in Deutschland, in Europa und vor unserer Haustür im Nahen Osten. Die Völkerwanderung in Richtung Europa und hier insbesondere nach Deutschland beschäftigt die Menschen im Lande und damit eng verbunden ist ein gravierendes Menschenrechtsthema. Die aktuellen Migrantenströme zeigen die Anziehungskraft unseres Landes. Und Hunderttausende aus dem Nahen Osten und Afrika suchen in diesen Tagen und in diesen Monaten das, was ihnen in der Heimat fehlt. Sie suchen ein Leben in Sicherheit, sie suchen ein Leben in Freiheit und auch in Wohlstand. Illegitim ist das nicht. Heute sind 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht oder auf der Wanderung und damit auf der Suche nach einem anderen Ort für ihr neues Leben. Neu ist für uns diese Erkenntnis nicht. Im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages beschäftigen wir uns seit Jahren mit den zunehmenden Wanderungsströmen. Bereits im vorigen Jahr habe ich bei der Einbringung des Haushaltes darauf hingewiesen, dass wenn Deutschland, wenn Europa, wenn die demokratischen Staaten dieser Welt nicht gemeinsam alles tun, um das massenhafte Elend am Entstehungsort zu lindern, dass wir dann früher oder später bei uns im Lande selber die Folgen spüren werden. Die pure Not hat Menschen hierher getrieben, weil die Völkergemeinschaft nicht alles getan hat, um vor Ort Linderung zu schaffen. Die meisten Menschen würden doch gerne in der Heimat oder nahe der Heimat bleiben. Hilfestellung dafür hat es viel zu wenig in den letzten Jahren gegeben. Im Gegenteil. Was ist denn geschehen? Der UNHCR, die Vereinten Nationen, haben die Mittel für Nahrung in den Flüchtlingscamps im Nahen Osten fast halbiert, weil die anderen Länder das Geld nicht bezahlt haben, was der UNHCR dafür braucht. Das ist eine Schande für diese Weltengemeinschaft. Das muss man deutlich sagen. Und die Europäische Union, der war das ja nicht unbekannt. Die Europäische Union hat nicht alles getan. Sie hat auch die Ohren und die Augen verschlossen, was sich vor den Toren Europas tut. Mit Menschen fischen im Meer und sie retten alleine, ist das nicht behoben. Und mehr noch, die Europäische Union hat seit Jahren die katastrophale Flüchtlingslage in Griechenland, in Italien und wie oft haben wir uns im Menschenrechtsausschuss mit dieser Thematik auch auseinandergesetzt, fahrlässig, ja sträflich hingenommen und damit dazu beigetragen, dass sich heute die Menschenkarawane der Migranten in Richtung Europa, in Richtung Deutschland bewegt. Deutschland ist ein Land mit wirklich großer Hilfsbereitschaft. Und das ist erfreulich zu sehen. Es ist erfreulich zu sehen, wie heute das Betreuen von Flüchtlingen fast überwiegend mit ehrenamtlichen Kräften möglich gemacht wird. Und das ließ sich selten so erkennen wie in den letzten Wochen, eben bei dieser Betreuung, bei der Hilfe für Hunderttausende von Flüchtlingen, die ja innerhalb einer ganz kurzen Zeit hierher zu uns gekommen sind. Jeder Mensch, der hierher nach Deutschland kommt, muss und soll menschenwürdig behandelt werden. Das ist unser Anspruch. Ob er nun hier bleiben darf oder ob er zurückgeschickt werden muss. Aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wer Augen hat zu sehen, weiß, dass die Grenzen der Aufnahmefähigkeit hier im Lande erreicht sind. Sprechen Sie mit den Bürgermeistern, sprechen Sie mit den Landräten vor Ort. Die Situation in den Lagern, anders kann man sie nicht bezeichnen, Messehallen, Turnhallen, Zeltlager, all das macht es deutlich. Und noch so viel Hilfsbereitschaft kann darüber nicht hinwegtäuschen. Und wenn wir auf der einen Seite die Hilfsbereitschaft zeigen,
dann müssen wir auch die Augen offen halten für das, was es gibt, die Zustände, die inzwischen in den Masseneinrichtungen und ihrem Umfeld zu beobachten sind. Diese Zustände müssen uns auch alarmieren. Wir dürfen dann nicht einfach den Teppich des Schweigens drüberlegen, weil es sich trotzdem herumspricht. Also müssen wir es ansprechen. Gewaltausbrüche zwischen Asylsuchenden sind seit Wochen nach Angaben des Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Herrn Wendt, zu beobachten. Wir wissen das, die Insider, schon längere Zeit. Religiöse und ethnische Konflikte sind hierher nach Deutschland importiert worden. Es haben sich teils Clan-Strukturen herausgebildet, die um die Vorherrschaft in den Lagern gewalttätig ringen. Die Leidtragenden davon sind oftmals Frauen und Kinder. Sie sind immer wieder auch sexuellen Übergriffen bis hin zur Vergewaltigung in diesen Einrichtungen ausgesetzt. Und Frauen werden zur Verschleierung gezwungen. Unsere Polizei und die Ordnungskräfte, auch die nicht ausgebildeten Ordnungskräfte, sind oftmals überfordert mit diesen Situationen. Die ungeheure Zahl von Menschen, die mit ganz anderem Wertefundament hierher gekommen sind, hat dazu auch mit beigetragen, dass Recht häufig leider nicht mehr umgesetzt werden kann, weder in den Aufnahmeeinrichtungen noch in deren Umfeld. Und Hunderttausende befinden sich darüber hinaus abgetaucht und illegal im Lande. Das alles ist eine Situation, die Menschenrechtsengagierte hellhörig machen muss. Die Grenze dessen, was Deutschland an Hilfsbereitschaft leisten kann, ist längst überschritten und an die Linke gerichtet: Nur ein Narr gibt mehr, als er hat. Das Elend dieser Welt mit 60 Millionen flüchtenden Menschen lässt sich weder in Europa und es lässt sich auch nicht in Deutschland heilen, beim allerbesten Willen nicht. Und der gute Wille hier im Lande ist doch jeden Tag sichtbar. Was ist zu tun? Was haben wir für Möglichkeiten? Es muss baldmöglichst gelingen, auf der einen Seite alle, die nicht hier bleiben dürfen, auch wieder zurückzuschicken. Wenn man die einzelnen Schicksale sieht, dreht es einem ja schon das Herz herum. Aber wir haben eine Gesamtverantwortung. Wir sind für dieses Land, alle, die hier sitzen, verantwortlich. Aber das wird nicht reichen. Wir müssen den Zuwanderungsstrom so konsequent wie möglich auch stoppen. Und dazu müssen wir alles dazu beitragen, in den Herkunftsländern und deren Anrainerstaaten, auch mit Hilfe der Europäischen Union und Deutschlands, die Versorgung der Menschen mit den elementarsten Dingen zu sichern. Es darf nicht sein, dass im Nahen Osten in den Flüchtlingseinrichtungen die Menschen Hunger leiden, dass sie nicht genug zu trinken bekommen, dass die Kinder nicht in die Schule gehen können. Das, was wir leisten können, sollen wir versuchen, dort vor Ort heimatnah auch zu implementieren. Und was hier Deutschland betrifft, wenn wir nicht in eine katastrophale Situation hineinsteuern wollen, müssen wir ein Grenzregime implementieren, das sofort Nicht-Asylberechtigte auch zurückweisen kann. Wenn wir Menschenrechte ernst nehmen, dann ist das unverzichtbar, um hier den Menschenrechtsstatus auch zu erhalten und keine unguten Strömungen aufwachsen lassen. Und warum, sage ich, wir haben kaum noch Möglichkeiten, Menschen hier zusätzlich unterzubringen. Gucke jeder in seinem eigenen Wohnort, was es noch für Möglichkeiten gibt. Für diejenigen, die gerechtfertigt hier bleiben, wird es auch nicht reichen, unsere Sprache zu sprechen. Sie müssen sich auch mit unseren Werten auseinandersetzen. Sie müssen sie respektieren. Sie müssen auch Gewohnheiten ablegen. Wenn ich in Frankfurt sehe, dass eine Muslima 3 Schritte hinter ihrem Mann herläuft, dann widerspricht es dem Menschenrechtsstatus der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das bedeutet auch, dass wir im Zusammenleben die Grenzen aufzeigen müssen. Das heißt, Regeln und Werte, die unser Land ausmachen, die unser schönes Land ausmachen, die auch das Miteinander so auskömmlich und erfreulich machen, das sollten wir offensiv vertreten. Und wer Menschenrechte in Deutschland tatsächlich ernst nimmt, der muss darauf dringen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Amnit Nuripur.